Die Zeit ist um. Die Frau in der Mitte, das dürfte deine Mutter sein. Links, das ist natürlich dein Vater. Und rechts, das kleine Mädchen. Wie alt ist sie? Lafayette 114. Ist das korrekt? Diese Aufnahme wurde vor 5 Minuten gemacht von dem guten Michael. Was wollen Sie? Ich will eine Aussage. Und du möchtest, dass Michael sich nicht mehr vor eurem Haus herumtreibt? Was geschieht mit mir? Tja, das hängt nur von dir ab. Okay, ich tue es. Wie schön, dass wir das klären konnten. Begleiten Sie mich. Ihre Arbeit war umsonst. Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Wie konnte das passieren? Das Wie ist unwichtig. Sie müssen ihn finden. Wincott versucht, ihn zu lokalisieren. Klasse. Was soll das? Was? Sie haben doch was. Die Universität. Das hätte nicht passieren dürfen. Das war schlampig. Liefen Ihre bisherigen Einsätze alle glatt? Gehen Sie nach Hause, Liam. Warten Sie auf den Anruf. Ihre Frau vermisst Sie sicher schon. Das Gute an unserem Freund Stan ist, dass er es uns einfach macht. Der Typ verwendet tatsächlich überall den gleichen Benutzernamen und immer das gleiche Kennwort. Und das bedeutet, dass seine Cloud nicht besonders gut geschützt ist. Ich präsentiere Beweisstück A. Wow, der Typ gibt dir echt alles. Und was ist das? Was ist das, Brenner? Eine Kaffeetasse. Klar ist das eine Kaffeetasse, aber was sucht ihr auf meinem Tisch? Was soll der Scheiß? Weißt du, was das ist? Gibt sowas nicht in Idaho? Iowa. Egal. Benutz ihn. Was kommt als nächstes, Brenner? Keine Ahnung. Das war mir schon klar und das tut mir echt leid für dich. Jetzt müssen wir nur noch das Video unseres Mädchens zu Stan und unseren Freund bei WCWY hochladen, Stan eine Nachricht mit einigen seiner Privatbilder senden und zu guter Letzt einen Brief abschicken. Dieser Brief erlaubt es Reclaim, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Mit freundlichen Grüßen, ihr ansässiger Terrorist Jack Joyce. Du kannst es sagen. Das ist ziemlich gut. Scheiße.
Mr. Hatch, perfektes Timing. Ich und Brenner haben gerade einiges ausgegraben über unseren News Director bei WZWY. Er wird unsere Kopie sehen und in einer Stunde das Video dieses Mädchens posten. Gute Arbeit, Wincott. Was gibt es Neues über Joyce? Joyce? Ich hab sein Fahrzeug erfasst. Ich hab seine Kamera gehackt und warte auf den Standort. Das ist nicht gerade einfach. Bleiben Sie dran. Wenn Sie ihn finden, kontaktieren Sie Burke direkt. Ich glaube, unter uns befindet sich ein Verräter. Verräter, das ist... Hallo? Hallo, ich will Sie nicht aufhalten, Mr. Hatch. Vielen Dank. War das Martin, Hatch? Verpiss dich aus meinem Büro. Verpiss dich aus meinem Büro. Los. Wo bist du? Hm? Verdammt nochmal. Zeig dich, na los, Joyce. War ein scheiß Tag auf der Arbeit heute. Es tut mir leid. Ich bin einfach... Ich hab geträumt, du wärst eine Katze. Eine Katze? Mhm. Mit richtig großen Bärentatzen. Viel zu groß für deinen Körper. Ein ganz merkwürdiges Tier. Aber ich wusste, dass du es bist. Ich muss bald wieder zurück zur Arbeit. Du arbeitest mehr als alle anderen Field Manager in der Geschichte des Field Managements. Ich weiß. Baby, du warst 2 Tage nicht zu Hause. Deine Mutter stellt sich wieder an. Oh, ich? Wirklich. Sie stellt sich also an. Hm? Sie stellt sich ganz schön an. Was ist? Ne? Was? Das ist nicht gut. Komm schon. Okay. Oh, du gewinnst. Schließ die Augen. Schon okay. Geh. Ja? Burke, ich hab was zu Joyce. Was gibt es? Ich konnte ihn zu einem Lagerhaus verfolgen. Ecke Burgundy und Wilkins. Er befindet sich in der Nähe des Ground Zero. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Ich muss dann los. Möglichkeiten zu Grenzen vorzutreiben, von denen die Menschheit nicht zu träumen gewagt hätte.
Monarch steht nicht nur für innovative Forschungs- und Designprogramme, sondern auch für wiederholte Investitionen in die Stadt Riverport, mit denen diese großartige Stadt wieder aufgebaut und in einen wirtschaftlich florierenden Standort gebracht wird. Erst im vergangenen Jahr gründete CEO Martin Hedge nur einen Steinwurf von Monarchs Zentrale entfernt ein Technologieinstitut. Darüber hinaus hat er wissbegierigen Studenten aus dem ganzen Land dabei geholfen, ihre Träume und Interessen auf dem Gebiet der technologischen Forschung und Entwicklung zu verfolgen. Da Monarch seine größte Investition direkt hier in Riverport tätigt, ist es ziemlich klar, wie rosig die Zukunft für uns alle aussehen wird. Paul, es hat sich was ergeben. Jack. Sie haben es also gesehen. Heute Abend auf der Insel. Er wird da sein. Und er will seine Rache. Er muss gestoppt werden, sofort. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf die falsche Sache. Ihr Verräter der fünften Kolonne? Sie sollten das nicht einfach so abtun. Joyce hatte Glück, er ist entkommen. Er ist fort. Er ist nicht dumm genug, zurückzukehren. Unsere einzige Schwachstelle ist intern, Paul. Begreifen Sie das? Sagen Sie mir was, was ich noch nicht weiß. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Chef. Und ich möchte einfach nicht, dass Sie mit ihm untergehen. Dann finden Sie ihn. Zugeschaltet ist Amy Ferraro, eine Augenzeugin vor Ort. Amy, erzählen Sie uns, was hier geschehen ist. Einige Leute aus unserer Gruppe sind ein wenig zu weit gegangen. Die Situation ist ziemlich eskaliert. Und das passierte alles nur wegen Jack Joyce. Ich möchte, dass die Menschen erfahren, dass er eine sehr gefährliche Person ist. Ein Terrorist. Zwei Sandwiches mit Speck und Ei? Die Situation vor Ort scheint erschreckende Ausmaße anzunehmen. Wir bedanken uns für Ihren Mut, vor laufender Kamera die Öffentlichkeit vor diesem offenbar sehr gefährlichen... Ich war heute Morgen im Labor an der Universität. Jemand hat die Gleichung gelöst. Echt? Ja. Ich habe gerade erfahren, dass Monarchs Sicherheitskräfte mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass die Suche nach Jack Joyce hoffentlich bald von Erfolg gekrönt sein wird und die Sicherheit der Bewohner von Riverport im weiteren Verlauf gewährleistet sein wird. Was läuft, IT? IT in deinen Träumen. Hey, du hast keine Sicherheitsfreigabe für mein Büro. Sicherheitsfreigabe. Zugang gewährt. Du hast bestimmt wieder durchgearbeitet. Also? Das sind doch nicht wieder die Glibbereier. Nein, keine Sorge. Bleib cool, die sind neu. Oh Mann. Fiona Miller. Und weg. Du bist entlassen. Also was soll der Affentanz? Was zum Teufel geht da draußen vor? Der Affentanz? Ja, der Affentanz. eigentlich ist alles gut. Alles ist gut? Alles ist gut. Gestern gab es eine Schießerei in der Universität. War kein Problem für mich. Na gut. Glaubst du, die sagen die Party heute Abend ab? Machst du Witze? Niemals. Hedge weiß, was er tut. Gehst du hin? Auf eine Party? Ich
Auf eine Party. Ich weiß nicht. Wir könnten ja zusammen hin. Okay. Ja, gut. Alles klar. Okay, Kumpel. Und was siehst du an? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gehe ich nackt. Gut, gefällt mir. Ich muss wieder an meinen Platz. Also, bis heute Abend? Ja. Bis heute Abend? Ja. Kumpel. Kumpel. Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Fuck, Beth. Warum ausgerechnet du? Du musst mir zuhören. Sofort weg von dem Van. Weg da! Sofort! Lass die Waffe fallen! Geht leider nicht. Du hast 3 Sekunden, dann drück ich ab. Ich habe gute Reflexe. Und du bist eine miserable Schützin. Nein. Nein! Scheiße, er ist fort. Merkst du, was hier abgeht? Die Anomalie. Es werden immer mehr. Beth, was ist? Was geht hier vor? Die Zeit löst sich auf. Das Ende kommt näher und Joyce könnte der Schlüssel sein. Warte, das. Das Ende von was? Beth, das Ende von, der Zeit, von was? Der Zeit. Des Lebens, wie wir es kennen, das gesamte Universum, weg. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Sie wussten, dass es geschieht. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Hände auf den Kopf und runter auf die Knie. Brown. Wilder, ich werde es nicht noch einmal sagen. Joyce hat gerade die Hälfte meiner Männer erledigt. Wer ihm wohl geholfen hat? Wir sind unbewaffnet. Ich habe auf einen Notruf. Ist mir scheißegal. Hey, ich höre zum Monarch. Auf die Knie! Liam, wenn Sie mich mitnehmen, ist das mein Ende. Und deins auch. Runter! Ja, tu, was er sagt. Sie dürfen uns nicht verhaften. Sonst findest du das Rettungsboot nie. Denk an Emily. Entspann dich. Liam! Halt's Maul! Dieses Rettungsboot-Protokoll. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es hat irgendwas mit Dr. Kim zu tun. Dr. Kim? Wenn du es in sein Labor schaffen würdest. Das ist unmöglich. Es wurde geschlossen, nachdem er verschwunden ist. Kennst du jemanden, der dich reinbringen kann? Mal ehrlich, Leute. 39 geschafft. Noch 40 zu erledigen. Und noch eine. Lecker. Danke, Fiona. Das ist ja widerlich. Heilige Scheiße. Liam Burke. Jetzt haben wir dich, Kumpel. Das wird Hatch nicht gefallen.
Scheiße, sein verdammter Goldjunge. Charlie, ich brauche deine Hilfe. Ja. Können wir kurz ungestört reden? Ich habe eigentlich zu tun. Ja, dein Büro wäre gut. Es geht auch ganz schnell. Ja. Also, was ist mit Joyce passiert? Oh, da war gar nichts. Da war gar nichts? Ja. Also, er war ganz einfach nicht da, oder was? Nein, Hatch. Er hat mich neu eingeteilt. Er will, dass ich das Standortlabor auf der Insel sichere. Er glaubt, dass Joyce dahin will. Ich soll mir hier Zugang besorgen. Kannst du helfen? Ja, klar. Ich sehe, was ich tun kann. Danke. Es ist schon komisch, dass du sagst, dass ich die Spur zu Joyce als wertlos erwiesen hat, weil ich weiß auch nicht. Sieht aus, als wäre er dort gewesen und der andere Typ sieht hier irgendwie ganz schön ähnlich. Aber das ist seltsam, denn du arbeitest für Monarch und dieser Typ da arbeitet ganz sicher nicht für Monarch. Ich könnte näher ran. Hey, hast du denn Zeit, mich umzubringen? Ich hab dir gerade die Security auf den Hals gehetzt. Du hast 20 Sekunden. Du blöffst. Hey, ich bleib gerne hier und find's heraus. Weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich weiß, was Monarch mit dir machen wird. In etwa 15, 14, 13, 12, 11, 10, viel Glück, Kumpel, 9, 8. Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. An alle, erst auf Ebene B, neben der Hauptüberführung. Erinnerung an alle Monarch-Angestellten. Verdammter Superheld! Brenner, ich kümmere mich drum. Ja, ich weiß. Er ist im Gebäude, ja? Südliches Parkhaus, ich wiederhole, südliches Parkhaus, 4. Stock. Stock, versperrt ihm den Weg! Vorne raus!
Okay, er fährt südlich auf der Eastman. Südlich auf der Eastman. Team Phantom, er bewegt sich auf euch zu. Er ist schnell. Passt auf. Verstanden. Haltet ihn. Haltet nicht. Na los, das schaffst du. Bleib an ihm dran! Bring uns neben ihn! Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Sie repräsentieren Monarch schon. Seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Gehst du hin? Ich. Auf eine Party. Wir könnten ja zusammen hin. Was wollen Sie? Ich will eine Aussage. Einige Leute aus unserer Gruppe sind ein wenig zu weit gegangen. Die Situation ist ziemlich eskaliert. Und das passierte alles nur wegen Jack Joyce. Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Sie müssen ihn finden. Weg da! Sofort! Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein! Nein! Er ist fort! Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Medikamente. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Die sind okay. Nein. Ich muss etwas Neues entwickeln. Du solltest heute Abend ausspannen. Du arbeitest doch so schon viel zu viel. Ich habe Tests zu den temporalen Anomalien durchgeführt. Ich glaube, es wird früher passieren, als wir... Ich habe gesehen, wie es passiert. Kannst du wenigstens in Erwägung ziehen, dass du etwas falsch interpretiert haben könntest? Jack weiß, wo Williams Maschine ist. Ich werde mit ihm reden müssen. Martin kann meine Rede halten. Martin? Sophia. Ich danke dir.
Du hast noch gar nichts getrunken? Ich bin einfach nicht in der Stimmung, etwas zu trinken. Oh. Harter Tag? Ja. Ja, meiner auch. Wie kommt's? Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur rum. Also ehrlich. Mhm. Wir hatten, also es gab ein paar interne Probleme. Interne Probleme? Mhm. Und jetzt lässt du mich einfach hängen? Oh ja, es sind interne. Charlie. Okay. Ich habe geholfen, einen Verräter zu fangen. Ein Verräter? Gab es deshalb diesen ganzen Aufruhr heute? Ja, das war ich. Wer war es? Ich meine... Wer war es? Du fragst, wer es war? Ja. Ich kann nicht hier... Was? Es ist mir nicht gestattet, darüber zu sprechen. Und du hast damit angefangen. Ein richtiges Monarch-Drama. Ja. Was? Ja, ich schätze, da muss ich dich leider wieder hängen lassen. Und zwar diesmal wirklich. Naja, ich hatte nur gedacht, du würdest es mir erzählen wollen. Nun, ich mach mich mal frisch. Also, lass ich dich hier hängen. Wirklich. Okay. Geh feiern. Ja. Trink ein bisschen. Okay, alles klar. Danke für die Waffe. Dr. Emerald? Martin? Ich brauche Ihre Hilfe. Auf Sie hört er. Paul. Ist das so? Ich glaube, wir haben Probleme, aber er versteht das nicht. Er weigert sich. Ich wüsste nicht, warum. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich weiß, dass Ihnen Monarch wichtig ist und wie es mit uns weitergeht. Und wenn wir den Nullzustand erreichen, müssen wir etwas tun. Und was könnten wir tun? Sie wissen, was wir tun können. Wissen Sie, Sophia... Es geht gar nicht so sehr darum, ob Paul auf mich hören wird, sondern dass ich nicht auf sie höre. Ich finde ihre Vorgehensweise eher kontraproduktiv. Sie stecken Paul mit ihrer ständigen Panikmache an und lenken ihn mit hohlen Weltuntergangsszenarien ab, um ehrlich zu sein. Ich bereue den Tag, an dem er ihnen auch nur einen Funken Verantwortung übertragen hat. Denn, wie sie sagt, ist mir Monarch äußerst wichtig. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Was hat Sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf Sie? Die Präsentation liegt in unserer Hand. Machen Sie was draus. Fuck. Okay.
Hey, du bist Crocker, oder? Hey, Crocker! Crocker! Ich muss echt dringend kacken. Scheiße, komm schon, Croc! Crocker! Crocker! Komm schon, Crocker! Oh mein Gott. Da vorne. Die Frau da mit der Halskette. Ich setze mein Geld auf sie. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ich muss mich für unseren Ryan Gosling entscheiden, da drüben bei George Clooney. Checke Manschettenknöpfe. Redet über Aktien. Ja. Richard, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich hatte meine Einladung nicht. Oh mein Gott, immer verlierst du alles. Ich habe überhaupt nichts verloren. Drama. Ja. Wow. Oh oh, da, die Furz raus. Oh nein. Bam, ich sag's doch. Nein. Warum verliere ich Du schuldest mir ein immer. Schwert. Ich glaube, ich krieg das Schwert. Ich kann nicht Nein, mehr. Regeln sind Regeln. Regeln sind Wir Regeln. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Du schuldest mir ein Schwert. Okay. Okay, ich mach's. Wie ich Oliven hasse. Du schaffst das, Mann. Du Danke schaffst für die das. Aufmunterung. Wer sagt's denn? Danke. Ich wünschte nur, ich würde nicht immer verlieren. Und das ist doch ein Spaziergang? Ja. Okay. Alles klar. Lady. Ich nehme mein Schwert mit. Ich nehme meins auch mit. Crocker, 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 Crocker. Hör mal, hey, Kumpel, Crocker. Crocker, Croc. Burke! Crocker, hey, Kumpel. Hey, Burke, hey. Hör mal. Wenn ich da reinkommen muss, wirst du es bereuen. Hör mal, das ist alles nur ein beschissenes Missverständnis. Morgen bin ich hier wieder raus. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Ich sorge dafür, dass du befördert wirst. Ich will dir doch nichts. Ich muss einfach nur furchtbar dringend scheißen. Geh an die Rückwand. Fuck, danke, Mann. Ich schulde dir was. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mann, danke. Klappe! Geh langsam rückwärts. Yep. Gar nicht besonders scharf drauf. Okay, warum warst du dann da? Ich glaube, jemand hat mich gezwungen. Ach ja. Was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein Dinosaurier mit Helm. Ja, genau so sieht es aus. Wo sind wir hier eigentlich? Dürfen wir überhaupt hier sein? Ja, bestimmt. Okay, dann ist gut. Und was hättest du heute Abend gemacht, wenn du nicht hier wärst? Was, wenn ich dich mit dir zur Party gegangen will? Ja. Dann hätte ich all meine zahllosen anderen Pläne abgesagt. Ah. Oh. Und würde vermutlich arbeiten. Kann es sein, dass du ein bisschen zu viel arbeitest? Ja, aber... Gute Antwort. Oh nein, ich meine, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Keine Ahnung. Ich bin gern voll eingespannt. Ja. Gib mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Du arbeitest auch ziemlich viel. Eigentlich bist du auch fast immer da, wenn ich da bin. Also meinst du nicht, dass du auch zu viel arbeitest? Vielleicht. Ich weiß nicht. Naja, ich denke vielleicht schon. Ich arbeite gern. Kein Schritt weiter! Ach du Scheiße! Du kleiner Pisser! Hey, warte! Du hättest mich nur ins Standortlabor lassen müssen. Du hast dich gegen Monarch gewendet. Was sollte ich denn tun? Du hast nicht die geringste Ahnung, was hier los ist, oder? Ich muss in das Labor.
Da drin ist was ich brauche. Das Rettungsboot-Protokoll. Sie arbeiten mit Beth Wilder zusammen. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie kennen sie? Ihretwegen bin ich hier. Waffe wirklich nötig? Ja. Na los, beeil dich. Geht's auch etwas freundlicher? Wir müssen hier hoch. Oh, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ich schätze, ihr schafft das nicht allein. Ich habe ein Talent für sowas. Schön, dass ihr es zu schätzen wisst. Nichts zu danken. Ist das das? Geschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Hab nur davon gehört. Lebensform? Es ist Dr. Kim. Die zweite Maschine. Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin in die Vergangenheit gereist. Ich wollte Dinge ändern. Fehler wieder gut machen. Aber das Unvermeidbare lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach nur eine Endlosschleife. Egal, was ich tue, du und ich, wir beide enden immer nur hier. Und ganz egal, was ich tue, die Zeit endet. Ich glaube, du hast deinen Verstand verloren. Mein Verstand ist in Ordnung, das versichere ich dir. Mein Gedächtnis dagegen ist
selbst überlastet, als hätte ich zu viel gesehen. Und alles verschmilzt miteinander. Abgesehen von ein paar Erinnerungsfetzen. Vor allem einem. Du und ich. Wir waren etwa 11 oder 12. Und wir fanden diesen Landstreicher. Erinnerst du dich? Als ich in der Vergangenheit ankam, war das das Erste, was ich ändern wollte. Ich ging aufs Dach und wollte ihm gut zureden. Aber als er mich sah, erschreckte er sich und er fiel. Genau wie damals. Alles, was ich ändern will, führt trotzdem zum gleichen Ergebnis. Und wir sehen immer seine Leiche. Weil es so sein soll. Ich kehre der Menschheit nicht den Rücken. An diesem Punkt ist sie ein notwendiges Opfer. Ist es das, was Will war? Ein notwendiges Opfer? Will weigerte sich, an das Unvermeidliche zu glauben. Er wurde zu einem Hindernis. Ich habe nur eine Frage, Paul. Bei all dem, was du gesehen hast, höre ich auf, bevor du tot bist? Wenn du bereit bist zu kooperieren, werde ich hier sein. Wer war das? Er war mein Mentor. Erst am College und dann hier bei Monarch. Es ging mir nicht wirklich gut und er hat mir geholfen. Ich hab's. Irgendwie. Es sind Phantomdateien. Die Reste einer Massenlöschung. Jemand war hier. Wir haben einen Chronon-Feldregulator. Warte, Moment. Ach du Scheiße. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Was ist los? Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was für Anomalien? Je häufiger diese Anomalien auftreten, desto deutlicher weist das auf einen Riss hin. Okay, und was für ein Riss? In der Zeit. Ein Nullzustand. Sie hält an und sie startet nicht wieder. Und das Rettungsbootprotokoll könnte uns retten. Ich weiß es nicht. Aber der Chronon-Feldregulator ist das Herz von Monarchs Zeittechnologie. Alles hängt von ihm ab. Und er hat auch mit dem Rettungsboot zu tun. Wir müssen hier raus. Moment. Schnell. Hier lang, Charlie, komm. Nein, nicht weiter. Sonst ergeht's dir wie eh. Fiona! Das Labor ist abgeschirmt. Bleib hier! Abgeschirmt, wo willst du hin? Da waren Chronoschutzanzüge, die brauchen wir. Zieh dir einen an.
Charlie! 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 Weg hier! Weg hier, weg hier! Nein, da lang! Los, los, los! Die Medikamente, sie verlieren ihre Wirksamkeit. Aber das Unvermeidbare lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach nur eine Endlosschleife. Und ganz egal, was ich tue, die Zeit endet. Ich muss in das Labor. Da drin ist was ich brauche. Das Rettungsbootprotokoll. Was hat sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf sie? Das ist Dr. Emeralds Bericht. Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was ist das? Eine chronongeschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Es ist Dr. Kim. Weg hier, weg hier! Nein, nicht weiter! Zieh dir einen an! Charlie! Weg hier! Weg hier, weg hier! Ich muss zu Hatch. Und was hatte Burke damit vor? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das Rettungsbootprotokoll ist. Es ist ein Zufluchtsort. Für eine Reihe von unentbehrlichen Mitarbeitern von Monarch, um eine Lösung zu finden, wenn sich der Sturm gelegt hat. Unentbehrliche Mitarbeiter. Das heißt, ich wäre auch auf dieser Liste, nicht wahr? Nein, nicht, wenn es nach Paul Serene geht. Er weiß den Wert seiner Leute nicht zu schätzen, gibt sich ganz seinen großen Idealen und Trugschlüssen hin. Wissen Sie, was ich für die schlimmste Idee auf diesem Planeten halte? Die Vorstellung eines Gottes. Allein schon der Gedanke. Ein Wesen mit so viel Macht. Der Fähigkeit, willkürlich zu geben und zu nehmen. Eine derartige Macht sollte man fürchten und nicht anbeten. Und doch glauben Menschen an ihn. Genau wie sie an Paul Serene glauben. Sehen Sie, das Furchterregende an Gott ist nicht seine Macht, sondern dass er durchdrehen könnte. Paul Serene ist durchgedreht, Charlie. Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Das Ende der Zeit. Und hier kommen wir ins Spiel. Es ist zu riskant, die Schlüssel zum Königreich nur einem Mann zu überlassen. Wir müssen uns absichern. Es gibt den sogenannten CFR. Das ist der Schlüssel für unser Überleben und er muss sicher aufbewahrt werden. Aber solange Paul der Einzige ist, der Zugang dazu hat, ist es nicht.
Hätte ich Zugang zum CFR, könnte ich einschreiten, Monarch wieder auf Kurs bringen. Und wenn das geschieht, werden die Karten neu gemischt, Charlie. Und zwar neu gemischt mit Ihnen als meine rechte Hand. Ich wäre auf der Liste. Mit Sicherheit. Dann müsste ich zurück zum Monarch. Eine solche Ausweitung der Zugriffsrechte kann nur von innen erreicht werden. Ich habe die Insel komplett abgesperrt, aber das Pumpenhaus auf der Westseite ist mit einem Versorgungstunnel unter der Bucht verbunden. Niemand kennt ihn. Niemand wird sie sehen. Die Zeit läuft uns davon, Charlie. Sie sollten jetzt los. Ja. Commander Davis? Ja, Sir. Gehen Sie zum Labor. Es geht weiter. Das Erscheinen der Anomalien ist weiterhin unvorhersehbar, aber sie dauern an. Sporadisch, aber permanent. Ich muss sicher sein. Wenn ich das Protokoll einleite, gibt es kein Zurück. Mr. Serene, bei so etwas gibt es keine Gewissheit. Wir haben keinerlei Erfahrung damit. Wie lange? Wir haben nur Dr. Emeralds Simulation. Ohne ihre Bestätigung ist es schwer zu sagen. Sagen Sie mir einfach, wie lange? Das Joyce-Feld könnte innerhalb von 8 Stunden kollabieren. Mr. Serene, wenn Sie fortfahren wollen, müssen Sie jetzt eine Entscheidung treffen. Charlie. Fiona. Hey, mein Freund. Wo willst du hin? Du hattest recht. Die Zeit endet, wie du gesagt hast. Und das Rettungsbootprotokoll? Es ist ein Ort. Er wurde gebaut, um die Leute vor dem Riss zu schützen. Das Problem dabei ist, es gibt eine Liste und jeder, der nicht draufsteht, ist so ziemlich im Arsch. Wenn wir es zurück aufs Festland schaffen, kann ich uns auf die Liste setzen. Diese Insel ist komplett abgeriegelt. Wie soll das gehen, Charlie? Es gibt einen Tunnel. Hey, hörst du, wenn du mich dieses Mal wieder anlügst, ich schwöre ich... Lass mich los. Ich bin es leid. Ich weiß nicht, warum du das alles tust, aber ich muss deinen Namen nicht auf die Scheißliste setzen. Was haben sie gemacht? Dem geht's gut. Ich sag dir, warum du mich auf die Liste setzen wirst. Ich habe eine schwangere Frau zu Hause. Und sie ist das Einzige, woran ich im Moment denken kann. Und wenn du verhindern willst, dass ich sie beschütze, dann schwöre ich bei Gott, nächstes Mal wirst du nicht wieder zu Atem kommen. Du gehst vor.
späten Abend ist Dr. Allow. Noch 5 Minuten, Mr. Hedge. Ich werde dich befreien, mein Freund. Deine Gefangenschaft bedrückt mich. Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst. Zurück in die Unendlichkeit. Welchen Monat ist sie? Ihre Frau? Im 3. Glückwunsch. Wir sind unter der Bucht. Liam? Seid ihr okay? Ja. Ja, und du? Alles gut. Und auf den Boden! Runter! Hey, nein, wir gehören zu Monarch! Habt ihr mich verstanden? Nein, auf den Boden! Hey, nein, hey! Ich hab die Meldung gemacht. Ich gehör zu Hedge. Wincott. Ja. Wer ist sie? Sie ist Kronon-Wissenschaftlerin. Sie ist wichtig, wir müssen sie sofort zu Monarch bringen. Bitte. Mach, dass sie hier rauskommt. Sofort! Ja. Fiona, du musst mir zuhören. Hey! Du Arsch, du hast ihn umgebracht! Scheiße! Hey, ich wusste doch nicht, dass sie ihn gleich erschießen. Was hätte ich denn tun sollen? Hä? Du hast mich verarscht und hier dann entführt. Hier geht's nicht um dich, Charlie! Brauchst du gerade den Wagen? Mach einfach, dass du wegkommst! Nein, du brauchst mich! Ich hab, was ich von dir gebraucht habe. Ja, das bin ich schon gewöhnt. Mach doch endlich die Augen auf! Das Ende der Welt steht bevor und ich versuche, es zu verhindern! Ja, eine echte Heldin. Fick dich!
Eine Krankenschwester. Bin gleich da. Burke, du Schwein. Weißt du, ich werde es genießen, deine Frau kalt. Commander Davis? Davis und sein Team. Gute Männer. Monarchs Elite. Paul? 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 Und meine Medikamente? Ich fürchte die auch. Sie wissen, was das bedeutet. Sie können nicht mit Sicherheit sagen. Ich bin ein toter Mann! Und Sie haben es nicht verhindert! Weg! Er will mich dafür büßen lassen. Er will mich leiden lassen. Bis zum Ende. Joyce und Wilder. Aber was mich beschäftigt, wer hat sie in Kims Labor gebracht? Sie war dort, während sie als vermisst galt. Nur wenige Minuten vor der Explosion. Paul. Paul, bitte. Paul, hören Sie mir zu. Es ist an der Zeit, dass Sie erkennen, wer sie wirklich ist. Das war ihr Abschiedsgeschenk. Sie wurde dazu gezwungen. Sie versucht, sie zu vernichten. Sie versucht, mir zu helfen. Um Himmels Willen, was? Sehen Sie sich an. Der klügste Mann, den ich kenne. Blind vor Liebe, wie ein Narr. Paul, was haben Sie mit ihr vor? Sophia ist loyal. Sie hat sie manipuliert. Sie war immer loyal. Denken Sie darüber nach. Wenn wir bald den Nullzustand erreichen, schulde ich es ihr. Wurde eingeleitet. Ich muss meine Familie wecken. Ich fürchte, dafür haben wir keine Zeit.
von Monarch. Guten Abend. Ich weiß, Sie hatten jemanden erwartet, der nicht so gut aussieht. Leider. Liam? Hey, Kumpel. Schön, dass du es geschafft hast. Ich habe gerade deiner Frau erzählt, wie besorgt wir alle waren. Emily. Wir müssen gehen. Gehen? Wozu die einen? Emily. Emily, gib mir die Schlüssel. Gib mir die Schlüssel, Emily. Lass mich in Ruhe, lass Emily, mich in Ruhe. Hör mir zu. Hör mir zu, bitte, bitte, bitte. Das ist nicht mein wahres Ich, das ist nicht. Du musst mir glauben, ich habe mich nie gut dabei gefühlt. Ich habe mich nie gut dabei gefühlt. Aber es ist das Einzige, was ich kann. Und als ich zurückkam, wusste ich einfach nicht, was ich tun soll. Und Monarch hat sich das zunutze gemacht. Und sie gaben mir Arbeit. Und ich schwöre bei Gott, ich habe es nicht ausgehalten, allein zu sein. Und so bin ich immer dienstags und mittwochs die Straße entlang spaziert. Denn es waren die einzigen Abende, an denen die Barkeeperin nicht zum College musste. Und ich habe mir jeden Abend geschworen, dich anzusprechen. Und ich brauchte ein ganzes Jahr dafür. Emily, bei Monarch bekam mein Leben Struktur. Mit dir bekam es Sinn. Ich tat es, um dich zu schützen. Und um uns zu schützen. Unsere Familie. Ich tat das alles für unsere Familie. Aber Emily, du musst auf mich hören. Etwas Schreckliches wird geschehen. Und ich werde dir alles erklären, aber wir müssen jetzt los. Wir müssen sofort weg. Bitte. Bitte lass mich dich. Bitte lass mich dich. Ein letztes Mal. Beschützen. Bitte. Bitte. Ich bin's doch. Ich bin's. Bitte. Ich bin's. Okay? Wir müssen los. Wir müssen sofort weg, okay? Hier ist Pierce, ich bin am Standortlabor, Sir. Ich habe neue Informationen über Martin Hatch. Ich will, dass er festgenommen wird. Unverzüglich.
Paul Serene ist durchgedreht. Und meine Medikamente? Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Das Joyce-Feld könnte innerhalb von 8 Stunden kollabieren. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Und hier kommen wir ins Spiel. Guten Abend, Dr. Emerald. Noch 5 Minuten, Mr. Hedge. Ich werde dich befreien, mein Freund. Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst. Zurück in die Unendlichkeit. Aber was mich beschäftigt, wer hat sie in Kims Labor gebracht? Sie war dort, nur wenige Minuten vor der Explosion. Sophia ist loyal. Wenn wir bald den Nullzustand erreichen, schulde ich es ihr. Dr. Holden, das Protokoll wurde eingeleitet. Liam? Ja. Ich habe neue Informationen über Martin Hedge. Ich will, dass er festgenommen wird. Unverzüglich. Dr. Emerald, sind Sie Wo verletzt? Ist Paul? Ich muss mit Paul Hier sprechen. Hier entlang. Du hast es initiiert. Paul, sieh dich an, du brauchst deine Medikamente. Ich brauche überhaupt nichts. Hör mir zu, es war eine andere Zeitmaschine als die von Monarch. Es war Williams Original. Ich konnte ihre Hauptplatine untersuchen. Und einige entscheidende Designelemente waren völlig anders als bei uns. Der Unfall. Er war kein Unfall. Es waren genau die Änderungen, die William so aufgeregt haben. Er hat uns gewarnt. Er war es, Paul. Es war Martin. Er wollte, dass es zu dem Riss kommt. Geh zum Rettungsboot, du wirst gebraucht. Und du, Paul? Ich muss zur Schwimmhalle. Paul. Sofort, Sophia! Geh! Aktiv.
Leid unter mir. Hier ist Fiona. Ich brauche Hilfe. Kannst du mich hören? Beth, hier ist Fiona. Kannst du mich hören? Beth, es hat nicht geklappt. Es tut mir leid. Ich konnte das Protokoll nicht finden. Fiona Miller? Ja, hallo? Hier ist Jack Joyce. Beth erzählte, dass ihr kooperiert. Du könntest meine letzte Chance sein. Was ist passiert? Serene. Ich konnte nichts mehr für ihn tun, aber Fiona, es gibt etwas, das wir tun können. Ich muss etwas finden, das Will als die Gegenmaßnahme bezeichnet hat. Hey! Es hat 12 Seiten, klein, metallisch. Sieht aus wie ein Fußball. Der CFR. Der was? Der Kronon-Feldregulator. Die Gegenmaßnahme. Dann kann er den Rest schließen. Untergeschoss 5.
geirrt, okay? Jack Joyce. Wir. Er kann mit dem CFR den Riss schließen, aber dafür muss er ihn bekommen. Der CFR versorgt diesen Ort mit Energie, Fiona. Ja, aber ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe mit Jack Joyce gesprochen und er braucht ihn. Aber wenn du Joyce den CFR gibst, ist das Rettungsboot erledigt. Nein, das ist nicht die Leute hier unten. Sie können das lösen, sie können den Riss schließen. Das ist doch, was du von Anfang diese an Leute, wolltest. Diese Leute, das ist Monarch, okay? Die haben uns das hier eingebrockt. Glaubst du denn, dass die sich in Dreck um uns scheren? Dir ist schon klar, um was du mich bittest. Wie lautet der Plan, wenn wir Monarch erreichen? Wir müssen irgendwie aufs Rettungsboot gelangen. Liam, was tust du denn da? Liam, du bist nicht! Jack, wir wissen, wo der CFR ist, aber... Jack, hier ist Charlie, hör zu. Er befindet sich ganz oben im Monarchturm. Du befolgst meine Anweisungen ganz exakt. Jack? 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 Fiona, Jack. Hör auf. Nein, nein, nein. Hör zu. Die Sicherheit da oben ist der absolute Wahnsinn. Er wird es nicht reinschaffen. Hey, 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 warte! Warte! Ich muss das hier zu Ende bringen. Ich weiß. Aber ich bin derjenige, der geht. Das CFR-Verteidigungssystem. Er schafft das nicht alleine. Nur ich kann ihm helfen. Ich meine, du gehörst hierhin. Hier bist du nützlich. Ich bin nur Ballast. Ich bin lediglich ein besserer Schlosser. Warum lässt du jetzt nicht jemand anderen den Helden spielen? Okay, toughes Mädchen. Jeder braucht IT, Charlie. Leck mich. Hey, Charlie. Du bist ein guter Kerl. Ich weiß. Meine Freunde, unser Krieg ist in vollem Gange. Und die Zeit ist gekommen, um für unseren Platz in diesem Leben zu kämpfen. Meine Feinde, einige von ihnen, haben sich gezeigt. Andere halten sich noch verborgen. Und ich sehe sie alle als eine Armee. Eine Armee mit der Macht. Phantom 6, wir sind im Treppenhaus K. Was ist euer Standort? Der Welt zu beweisen. Verarscht. Ich weiß, dass das so aussieht, auf den Boden! Auf den Boden! Wird siegen.
Ich bin ein Feigling, das stimmt. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Macht ja schließlich sonst keiner. Meine Freunde, die Zeit ist aber das, was ich jetzt tue, wohin ich jetzt gehe, da geht's nicht um mich. Du hast gesagt, du setzt uns auf die Liste. Ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber die es gab Liste, eine Planänderung. Charlie. Joyce kann den Riss schließen. Dir gehen die Worte aus, Charlie. Liam? Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Stimmt's? Deshalb tust du das alles, oder nicht? Hm? Deshalb hast du Monarch verlassen. Und wofür? Damit deine Kinder in einem besseren Keller aufwachsen? Denn mehr ist dieses Rettungsboot nicht. Serene hat den Verstand verloren. Wenn das Rettungsboot die Antwort ist, wäre ich da nicht dabei? Die menschliche Rasse. Ich meine, hör dir den Typen an, der ist irre. Beweisen, die Zeit ist gekommen. Okay. Meine Freunde. Versuch. Joyce schließt den Riss und rettet die Welt. Wir gehen alle nach Hause. Aber ich muss ihm helfen und wenn du mich tötest, geht das leider nicht. Für unseren Platz in diesem Leben zu kämpfen. Wenn du falsch damit liegst. Ich weiß, keine Sorge. Dann erschieße ich mich. Sich gezeigt. Andere werd erwachsen. Sich noch verborgen. Ja, ich verstehe schon, kleine Vertrauensprobleme. Egal. Eine Armee mit der Macht der Welt zu beweisen, dass ihr diesen Weg gehen könnt, dass ihr obsiegt. Das ist er. Das muss der CFR sein. Fallen lassen. Aufmachen. Das kann ich nicht. Versteh das jetzt, Charlie. Die Welt, die du kennst, diese Welt wird bald enden. Aber das Ende einer Welt ist nur der Anfang einer anderen. Und meine Welt wird Erneuerung sein. In meiner Welt gibt es ein Gleichgewicht. Lassen Sie mich sehen, was ich tun kann. Würden Sie hier...
darf sich nicht überanstrengen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hab das für uns getan. Ich hab das für uns getan. Ich hab das für uns getan. Ich wusste was uns hätte werden können. Und ich wusste, dass es egoistisch war, aber... Mir tut nur leid, dass ich dich nicht früher gefragt habe. Liam, du musst durchhalten. Ich würde alles für das Jahr geben. Ich würde alles für das Jahr geben. Versuchen wir es noch einmal. Geht nicht aus. Sollten wir nicht gehen? Ach? Nein. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg. Ein Anzug. Der bietet Schutz. Was? Ich helfe jetzt Jack Joss. Hey, komm her. Wie heißt du? Emily. Emily wie? Burke? Emily Burke. Okay. Ich setze dich auf die Liste.
Für das Rettungsboot. Hier. Du nimmst den Aufzug ganz nach unten. Du wirst das ganz leicht erkennen. Okay? Ja, verstanden. Wenn du unten bist, möchte ich, dass du Fiona Miller findest. Okay? Tust du das? Ja. Sag ihr, was passiert ist. Sag ihr, diese Welt ist ein seltsamer Ort. Und dass es in dieser Welt immer Menschen wie sie geben muss, die dabei helfen, diese Welt zu verstehen. Und dass ich dabei helfe, alles in Ordnung zu bringen, damit sie sich weiterdreht. Sag ihr, dass ich mich endlich als Teil von etwas fühle.